Jo, ich habe hier Bonnie und Clyde. Gibt es also nicht nur einen Film und ein Buch, sondern letztendlich auch mal ein Spiel dazu. Ist ja auch eine spannende Geschichte um ein Gangsterpärchen, welches vor der Polizei flüchtet und sämtliche Banden in den USA ausräumt. Tja, so jetzt auch hier. Die beiden sind wieder auf der Flucht und wir als Spieler versuchen, Bonnie und Clyde aufzuspüren und dingfest zu machen. Dazu haben wir sogar die Hilfe von dem berühmt-berüchtigten Detektiv Ted Hinton. Ja, das Ganze auch als Spiel funktioniert, besonders wenn das auch noch eine klassische Rommy-Variante ist. Das sehen wir uns ganz genau an. Das ist der Spielplan. Hier oben sehen wir in Form von Zeitungsausschnitten die 10 verschiedenen Orte, an die Bonnie und Clyde im Spielverlauf mit diesem Fluchtauto gelangen können. Dieses Auto ziehen wir je nachdem, welche Karten wir ausspielen, immer vor und rückwärts auf diesem Spielplan. Zu jedem Ort gibt es eine geheime Karte, die man über bestimmte Regelmechanismen aber auch aufdecken kann. Und unter diesen verstecken sich auch Bonnie und Clyde. Des Weiteren gehört zum Spiel noch diese FBI-Akte. Daneben entsteht ein FBI-Archiv, ein Abwurfstapel. Zu Beginn seines Zuges überlegt sich der Spieler, ob er verdeckt eine Karte von der Akte oder die oben aufliegende Karte des Archivs auf die Hand nehmen möchte. Danach spielt er aus seiner Hand beliebig viele Beweiskarten. Und maximal eine Ted Hilton-Karte aus. Anschließend wirft er noch eine Karte ins Archiv. Spiele ich eine Ted Hilton-Karte, so habe ich die Auswahl. Entweder ich ziehe zwei Karten von der Fallakte, ich durchsuche das FBI-Archiv nach einer Karte und nehme sie geheim auf die Hand, oder ich sehe mir verdeckt eine dieser ausliegenden Karten unter dem Spielfeld an. Ist das ein Beweis über Ted Hilton-Karte, so kann ich mich entscheiden, ob ich sie auf die Hand nehmen möchte oder zurücklege. Ist das Bonnie oder Clyde? So habe ich zwar herausgefunden, wo sie sich versteckt halten, aber ich habe keine Wahl, ich muss die Karte liegen lassen. Beweiskarten zeigen die verschiedenen Orte, die auch hier oben auf diesem Spielplan abgebildet sind. Ich spiele sie wie folgt. Entweder ich mache eine Meldung oder, wenn bereits möglich, ich lege an. Eine Meldung, das bedeutet, ich spiele mindestens drei identische Karten aus. Dabei ist nicht ganz egal, welche Karten ich spiele, sondern ich kriege weitere Vorteile, wenn ich die Karten spiele, auf denen momentan auch das Fluchtauto steht. Diese werden dann gedreht abgelegt und bringen zusätzlich Punkte. Weiter geht es damit, dass ich das Fluchtauto ein Feld nach vorne stelle und mir die Karte, die darunter liegt, ansehe. Ist das eine Ted Hilton bzw. Beweiskarte, so darf ich in beiden Fällen entscheiden, ob ich diese Karte nehmen möchte oder zurücklege. Ist das Bonnie oder Clyde, so bin ich gezwungen, diese Karte zurückzulegen, außer ich habe hier diese passenden Karten zum Fluchtauto gespielt. Dann darf ich die Karte vor mir ablegen, das bringt mir nachher weitere Vorteile. Anlegen darf ich erst dann, wenn bereits irgendein Spieler eine Meldung mit den entsprechenden Karten gemacht hat. Dann lege ich die Karte einfach vor mir aus und ziehe das Fluchtauto vorwärts, aber auch rückwärts, wenn ich möchte. Genau wie bei dem Melden habe ich jetzt die Möglichkeit, mir die Karte hier drunter anzusehen und zu entscheiden, ob ich sie mitnehmen möchte oder nicht. Genauso verhält es sich damit, dass ich Bonnie oder Clyde nur dann nehmen darf, wenn diese Karte hier entsprechend die Karte ist, auf der das Fluchtauto stand. Dann wird sie sogar auch umgedreht und bringt zusätzliche Punkte. Das Spiel endet dann, wenn entweder die Fallakte aufgebraucht ist oder ein Spieler seine letzte Karte abwirft. Im letzten Fall bekommt dieser Spieler sogar noch Bonuspunkte. Und zwar genau so viele, wie der Zeitungsartikel zeigt, auf dem momentan das Fluchtauto steht. Das kann nur ein Punkt sein, können aber auch bis zu 10 Punkte sein. Hat ein Spieler es geschafft, Bonnie sowie Clyde zu fangen und seine letzte Karte abzuwerfen, dann hat er einen Alleingang gemeistert. Das bedeutet, nur er bekommt in dieser Runde Punkte, alle anderen Spieler gehen leer aus. Die Punkte berechnen sich wie folgt. Bonnie oder Clyde zählen jeweils 10 Punkte. Dazu kommen noch alle Karten, die gerade ausliegen, zu je 2 Punkten und alle quergelegten Karten zu je 4 Punkten.
Diese Punkte notiert man dann und es wird eine weitere Runde gespielt, so lange, bis ein Spieler 100 Punkte erreicht. Und das bin ich. Ja, Bonnie und Clyde, das ist eigentlich nur Romy mit ein paar Zusatzelementen im neuen Gewand verpackt. Das Gangster-Thema ist dabei sehr, sehr hervorragend umgesetzt. Das sieht wahnsinnig toll aus. Auch dieses Flucht-Auto-Element und der Charakter des Ted Hilton, der jetzt zusätzliche Möglichkeiten im Gepäck hat. Das alles ist wirklich schön und macht unglaublich viel Spaß zu spielen, keine Frage. Bisschen doof ist nur, dass all diese taktischen Elemente sehr, sehr vom Glück abhängig sind. Dann habe ich schon zu Beginn die richtigen Karten, dann kann ich mir sofort alles richtig angucken und kann, wenn ich Glück habe und sofort hier Bonnie oder Clyde aufdecke, mir die Karten sofort nehmen. Habe ich einfach nur schlechte Karten, dann komme ich gar nicht raus. Ich muss warten, bis die anderen Spieler ihre Karten rausgelegt haben. Erst dann kann ich agieren und kann mit ein bisschen Glück probieren, noch irgendwelche Karten zu bekommen oder das Spiel zu beenden. Ich kann dieses Fluchtauto wirklich durch einzelnes Anlegen schon sehr stark bewegen. Also wenn ich irgendwo die Karten gesehen habe, Bonnie oder Clyde, und ich habe jetzt die entsprechenden Karten gesammelt, um die auch wirklich nehmen zu können, kann ich das Auto wirklich gezielt dahin fahren. Ich kann es möglichst nach hinten fahren, um Bonuspunkte zu bekommen, wenn ich das Spiel beende, oder möglichst nach hier vorne, damit ein Spieler, der das schnell beendet, möglichst wenig Bonuspunkte bekommt. Also ein paar Elemente strategisch sind da wirklich auch drin. Das Doofe ist nur, dass das, je mehr Spieler mitmachen, immer schlechter funktioniert. Bei zwei Spielern habe ich noch die Möglichkeit zu gucken, was möchte ich zuerst angehen, welche Karten behalte ich auf der Hand und so weiter. Je mehr Spieler daran teilnehmen, desto hektischer wird das Ganze, desto schneller beendet jemand das Spiel und so schneller sind die Karten weg. Da wird das ganze Spiel immer mehr Glück. Und das ist sehr schade, denn bei drei, vier Spielern ist es dann immer nur noch so, welche Karten habe ich auf der Hand, wie schnell spiele ich die eigentlich raus. Da geht sämtliche Taktik eigentlich verloren. Es ist eigentlich nur noch mehr Glück, weil der Spieler, der die richtigen Karten hat, womöglich noch mehr bevorteilt wird. Das ist wirklich sehr ärgerlich. Aber trotzdem macht es auf jeden Fall super Spaß. Gerade zu zweit oder zu dritt noch kann man sich das auf jeden Fall antun. Das möchte man immer wieder spielen. Sollte man sich auf jeden Fall antun, vor allem, wenn man ein Romy-Fan ist, dann gar keine Frage. Oder wenn man auf dieses Gangster-Thema steht, weil dann lädt das doch wirklich ein. Auf jeden Fall mal angucken.